So, herzlich willkommen. Wir haben natürlich vorher nicht geredet und gelacht, so wie immer. Und schauen wir mal, ich versuche mal die Agenda zu scheren. Wenn ich den blöden Button finde. So. Sollte man dann auch sehen. Der Mario ist so lieb und hat wieder den Livestream aufgemacht. Jawohl. Das heißt, falls uns jemand zuschauen möchte oder zuschaut aktuell, wobei das ist ein Inception, was ich gerade erzähle, wird hoffentlich die Agenda gefunden haben. Generell freut es mich sehr, dass wir, ich weiß nicht genau, wann wir es letzte Woche gemacht haben, die Webseite jetzt live haben, beziehungsweise umgebaut haben, den DNS nach diversen Typen mit Pages und TTL und so Geschichten. Ja, und wir können uns austoben. Und das, was ich im Endeffekt dann auch noch gemacht habe, ist, weil ich ja überlegt habe, was ich mit der lustigen animierten Demo mache, ist mir eingefallen, ich habe ja noch eine .dev-Domain, weil habe ich gelernt, wenn man cool sein möchte, dann hat man halt eine .dev-Domain. Und das ist wieder viel zu laut. Ja, und ich habe das jetzt einfach mal da umgebogen, vom DNS rübergezogen. Mit der Spielwiese muss ich mir selber noch was überlegen. Aber das ist halt mal super, so wie das organisiert ist. Und das Zweite, was auch noch sehr schön ist, ist, dass der Michael netterweise einen Blogpost geschrieben hat, gleich nachdem wir darüber gesprochen haben. Das machen wir jetzt jede Woche dann so. über GitLab Flavored Markdown mit Mermaid und viele schöne Dinge. Und das meiste, also das Offensichtliche ist, dass der Mario die ganze Zeit mit Michael redet und umgekehrt. das war das einzige Beispiel, was ich von den Examples umgeschrieben habe, dann wollte ich nicht mehr. Man sieht den Inhalt und es ist auch super, weil ich habe es nämlich auch schon bei uns im Community Relations Team Meeting geshared. Ich hätte das deutsche Sprechen ein bisschen schwer, wenn ich den ganzen Tag Englisch rede. Und also jeder begeistert und schaut super aus und wir können das so da weitermachen und alles wunderbar. Wie gesagt, super zum Lernen. Ich habe für zukünftige Blogpost-Themen haben wir sich ein paar Sachen überlegt. Das können wir gerne in Tickets gießen oder man schreibt halt einfach, wenn man Lust drauf hat. Es gibt von den Sachen, die ein bisschen zum Organisieren sind, haben wir ja angefangen mit zwei Issue-Trackern zu arbeiten. Also einerseits der generelle, den wir hier haben. Und dann haben wir jetzt quasi im Webseitenprojekt auch noch einen, wo man quasi im Endeffekt in der Organisation halt drinnen, wenn man auf die Hauptgruppe geht, sich die Issues so anschauen kann, was natürlich blöd ist, wenn das eine Labels hat und das andere nicht, was wir vorhin besprochen hatten, wo es quasi um das Ticket auch hier geht. Da wäre halt meine Überlegung, entweder man macht nur einen Tracker, und managt halt die Labels dort, oder man sagt halt de facto, das ist tatsächlich nur die Webseite, gibt dann ein eigenes Labelset mit, keine Ahnung, Frontend, Framework, Backend, Deployment, wie auch immer, und alles, was in General quasi drinnen passiert, ist dann halt für anders gelagerte Projekte, Organisationen, sonst was. Haben wir in diversen Sachen auch so, weil wir halt dann für die Webseite Repository haben, wo dann die Issues reinfallen, inklusive Blogposts und General oder Corporate Marketing oder wie auch immer, sind dann halt quasi andere Tasks, die man halt so abarbeiten möchte. Würde ich wahrscheinlich auch so beibehalten wollen. Das Einzige, was ich umbenennen wollte, ist, und dafür gibt's glaube ich eher Ticket, ist, wenn ich es denn wieder finde, dass man das Projekt an sich umbenennt. Das Projekt selber umbenennt, halt, ja. Ja, dass das Projekt im Endeffekt jetzt dann .com heißt, weil es ja genau, quasi ja, die Domain auch inne hat. Und der zweite Task, der noch dabei rausfällt, und da muss ich mal ein bisschen Zeit nehmen, ist halt ein bisschen den Aufwand, die Infrastruktur dokumentieren oder beziehungsweise das halt irgendwo ablegen.
Und da war halt meine Frage, ob man das quasi im Projekt dann nicht als Blogpost, sondern als Content-Page zum Beispiel einfach hinlegen kann, was dann ein Markdown ist, was dann gerendert wird. Oder man lässt einfach da ein Stockfolder rumliegen, ein bisschen Infrastruktur-Doku oder so. Genau, ich glaube, der Michael hat eher das, oder irgendjemand hat das gepostet wegen, oder das ist schon aufgemacht bezüglich der Preview-Geschichte, ja. Dass man Änderungen an Webseiten auch previewen kann. Das, ja, das war ich. Mal knapp das Ticket, ja, genau. Und die Idee ist eh ganz gut, ja, weil natürlich, wenn man so ein Design rumschrauben, bezüglich, okay, dass man halt Pages auch machen kann, nicht nur Posts im Endeffekt mit dem Template, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, brauchen wir ein Menü oder reichen aber einfache Punkte oder was auch immer. Und von dem her würde ich das einmal eher einmal vorziehen, dass das mit den Previews funktioniert, weil dann können wir uns über die Tickets oder über die Issues unterhalten. Okay, macht man Pages, braucht man mehrere Pages vielleicht, dann braucht man ein Menü und so weiter. Ja. Also in einem Blog würde ich das nicht schreiben, jetzt spezifisch, was du gerade gesagt hast, weil das ist eine allgemeinere Information und das rutscht nach hinten irgendwann und das findet kein Mensch mehr dann irgendwann. Also ja. Das ist schon eher Page dann, ja. Ich habe mir so nicht genau angeschaut, ich habe versucht ein bisschen reinzulesen, wie das mit dem Read More geht, damit das halt Page, also quasi genau. Kurze das Read More ist kein Problem. Ich dachte es mir schon, aber ich habe halt relativ wenig Ahnung davon und habe gehofft, dass du irgendwann oder dass ihr irgendwann Zeit findet. Ja, das kommt schon. Ich habe mehr oder weniger so diesen iterativen Level von GitLab komplett adaptiert, sondern wir machen es mal so, wie es jetzt ist. Es ist hübsch, aber es ist noch nicht hundertprozentig fertig. Und jeder, der jetzt momentan einen Tipplink auf einen Blogpost braucht, hat er dabei keinen. Ja, genau. Von der Priorität her würde es uns versuchen, so einfach wie möglich am Anfang zu machen. Also entsprechend versuchen, irgendwie die Review-App da einzubauen. Issue-Labels einzubauen, Merge-Request-Templates oder Issue-Templates auch entsprechend da zu verankern. Ich habe jetzt ein langes Wochenende, aber vielleicht tue ich morgen was dran, weil es ja private Spielerei auch ein bisschen ist. Auch mal schauen. Hoffentlich in Zukunft wird es wieder ein bisschen ruhiger. Guter Witz. Schauen wir mal, dass man das so also ich nenne es mal so, unsere Grundlagen ein bisschen verbessern über die Zeit. Und wenn man sagt, gut, ich möchte jetzt einen Blogpost schreiben oder möchte halt News posten, ich habe auch diverse Links, die ich posten wollen würde, dass man dann schauen, macht man das jetzt über einen Merge Request oder baut man sich eine App, wo man einen Link einkippt, so wie auf Hacker News zum Beispiel oder irgendwas anderes in der Form. Ja, genau. Also ich habe da ein paar Ideen, aber nichts, was ich vom Zaun brechen wollen würde. Nein, ich glaube, der Ansatz, der passt ganz gut auch für das Hugo-Template jetzt, weil, wie gesagt, momentan ist es ganz einfach. Und man kann dann natürlich auch so machen, also das haben wir, der Bernhard und ich auf unserer Seite auch, dass du im Endeffekt hergehen kannst. Die Links, die Lieblings sind ja im Endeffekt ja wohl schon vorhanden, ja. Nur es gibt im Template noch, ist noch nichts vorgesehen, dass du eine Single-Page-Rendering hast und dadurch das, quasi den Blog-Post dann als Single-Post dann zur Anzeige bringst und auch über Social Media dann teilen kannst mit Vorschaubildchen und so weiter. Ja. Also das geht, ja. Ist eine Freude, das Zeit. Also, wie gesagt, mir gefällt es, dass wir uns da so ein bisschen so iterativ, häppchenweise hinarbeiten können. Und man kann, und was besonders schön ist, man kann uns nämlich auch dabei zuschauen, wie man das macht. Und ich habe vorhin mit meinem Teamlead, dem David Planella, gesprochen, dass wir uns quasi orientieren an dem, was GitLab so community-technisch natürlich macht, aber dass wir vielleicht ein bisschen das Framework oder den Anstoß liefern, wie das vielleicht andere Communities oder andere regionale Communities, sage ich mal, machen könnten. Weil wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich würde das gerne in Spanisch aufziehen, dass man sagt, ja gut, dann kommt es zu uns rein, macht halt alles auf Spanisch und ihr könnt dann im Prinzip unsere Ideen weiterverwenden. Und das bringt mich nämlich eh noch auf die Group Conversation, Conversation Communication, weil ich habe ja jetzt, oder wir haben jetzt Gitter-Kanäle aufgemacht. Das war eine Idee heraus, weil Twitter nicht jeder hat und Telegram nicht jeder hat. Und eigentlich ist ja das, was wir public kommunizieren, bis auf jetzt Zoom-URL oder so,
können wir im Endeffekt ja Gitter verwenden. Slack wollte jetzt nicht wieder was Neues registrieren und hat auch nicht jeder. Deswegen ist es einmal so. Die Frage, die da aufgekommen ist, ob man die Kanäle quasi so nennt, wie es quasi im GitLab-Gitter drinnen sind, aber mit einem mit einer Sprachvariable dazu, dass halt die Leute wissen, aha, das ist -de, keine Ahnung, Contributors-de oder Community-de oder GER. GER macht wahrscheinlich mehr Sinn, dass man das halt dann sofort sieht. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht, je nachdem, wie stark das anwächst an der Community, dass wir halt vielleicht ein paar englischsprachige Leute auch dabei haben und dann vielleicht einmal einen englischsprachigen Coffee-Chat machen, je nachdem. Meinungen zu dem Thema? Das schadet auf keinen Fall, wenn wir so starten würden einmal. Weil momentan haben wir halt dann den Contributors.de. Und wenn EN dazu kommt, dann ist es auch okay, oder? Also meine Meinung. Ja, dann stampft man den Käffchen-Channel wieder ein und benennen den entsprechend um, wenn das hoffentlich so einfach geht. Dokumentiert ist eh noch nichts, also ist eh noch nirgendwo wirklich verlinkt. Und für die Leute, die drin sind, ändert sich, glaube ich, eh nichts, hoffentlich. Ja, dann probieren wir das einfach aus. Passt perfekt. Dann machen wir das so. Jetzt bräuchte man nur die super coole Live-Edit-Funktion von GitLab, die hoffentlich irgendwann kommt. So. Moment, muss man kurz stumm schalten. Du hast da noch reingeschrieben, oder wir haben noch ein Ticket offen. Jetzt zum Thema Frontend mit dem Logo. Machst du das nachher, Michael, irgendwo weiter, aber deine Ideen, weil du hast ja mal reingeschrieben, du hättest da eine Idee dazu in die Richtung. Oder lassen wir es dabei einfach so, wie es ist? Sagen wir so, vom Design oder vom Logo her, ich habe ein paar Ideen, aber ich bin leider kein Grafiker oder kein Designer. Das heißt, ich kann halt mit GIMP was rumtricksen und ein paar Bilder zusammenmurksen so in der Richtung und dann halt schauen, ob es irgendwie passt. Ich habe das Problem, also ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wir können keine Firmenlogos zusammenmischen in ein neues Bild, das geht nicht von Trademarks her. Also müsste man wahrscheinlich wieder Rechtsbeistand fragen, ob es dann da doch irgendwie geht. Also meine Überlegung war ja, dass man quasi Tanuki, Clippy und Octocat zum Beispiel einfach zusammenmischt oder einfach Bilder nimmt und das dann halt so um einen Erdball oder um eine, so wie die Original-Webseite halt gebaut, wo man das irgendwie zusammenbauen könnte. Weil, sagen wir so, mir hat ehrlich gesagt der Erdball, also die erste Iteration von der Webseite, das hat mir sehr gut gefallen. Das jetzige gefällt mir auch, aber es ist halt sehr, wie sagt man so, es schlagt da direkt ins Gesicht rein von der Farbe her. Also es ist sehr, sehr wuchtig vom Design her und es nimmt halt auch sehr viel Platz weg. Absolut, ja. Vielleicht können wir mal probieren, den Header, den wir quasi jetzt haben auf der Seite, also kann sie im Endeffekt eher zeigen, weil sie ist ja eh da, dass man halt sagt, man geht mehr oder weniger bis zur Hälfte der Seite rein und hat halt hier den Slogan und keine Ahnung, da bewegt sich halt meinetwegen noch was und kann halt hier zum Lesen anfangen. Ja, und die anderen Punkte sind halt, dass man halt da vielleicht, keine Ahnung, den Punkt für den YouTube-Stream reinmacht und dann für einen Issue-Tracker meinetwegen, damit es die Leute finden. Da habe ich schon Merch-Trackers gemacht fürs Issues und ich schmeiße auch den YouTube-Link dazu. Perfekt. Und das ist eine Geschichte, das würde ich auch gern wegmachen, damit es nicht auf mir lastet oder auf mir liegt, sondern damit das halt im Prinzip jeder machen kann, das mit der Zoom-Einladung, das kriegt man noch hin oder mit Mailadressen austauschen. Aber ich würde einmal von den nächsten Wochen irgendwann, wenn dann halt neue Leute dazukommen wollen, so quasi ein How-to-Join-Workflow machen wollen, dass man im Endeffekt entweder ein Issue-Template ausfüllt oder ein Merge-Request, ähnlich wie es, glaube ich, bei den Heroes ist.
Und ja, dass dann da im Endeffekt alles abgedeckt ist, was man halt irgendwie braucht. Der Vorteil davon wäre, dass halt jeder, der mitmachen möchte, sich einmal mit dem Toolstack ein bisschen vertraut macht. Und es ist transparenter. Und es hängt jetzt nicht unmittelbar an einem, außer an mir mit der Zoom-URL, aber vielleicht findet man da noch eine andere Möglichkeit irgendwann, dass wir halt von dem Zoom weggehen. Ist ja nicht drauf gebunden. Wir verwenden nur das, was einfach geht. Und vielleicht findet man irgendwann später mal eigene Möglichkeit. Das passt ja. Und das war so meine Idee. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken zu dem Thema machen, aber gerne einfach reinstürmen oder quasi go ahead, also einfach machen. Und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir dann einen zweiten Merge-Request, der es ändert. Hauptsache es passiert. Also nicht von mir blockieren lassen, bitte. Die Server-Geschichte ist dann mit alles, was halt irgendwie an Dokumentation oder an wichtigen Notizen da ist, entweder in ein Ticket reinschmeißen oder einfach Doc-Folder aufmachen, 10-Infrastructure-MD oder irgendeinen anderen Namen oder in die Readme, ist ja dabei wurscht, und einfach zusammenschreiben. Ich habe gesehen, dass das mit den Blog-Autoren ja eh schon in der Readme drinnen ist. Danke, Michael, dafür. Und genauso würde ich einfach weiterarbeiten wollen. Also, dass wir da gegenseitig ein bisschen drauf schauen und sie die Arbeit abnehmen. Ja, passt. Und das Letzte, was mir noch einfällt, das steht auch nicht auf der Agenda drauf, ist, wenn wir in Zukunft vielleicht ein bisschen größer werden, dass wir halt quasi eine gute Basis haben, von wegen, wie geht man miteinander um, wie ist es organisiert, wie ist die Gruppenkultur, keine Ahnung, wie man dazu sagen möchte, weil wenn das noch größer wird, als es jetzt eh schon ist, muss man halt schauen, wie Community Building dann funktioniert. Aber ich mache mir da jetzt keine Sorgen, aber ich habe es im Hinterkopf, dass es natürlich, können auch mal 100 Leute sein, aber da muss man halt dann schauen, wie man entsprechend zusammenarbeiten kann. Mhm. Vielleicht baut man eine Diskursinstanz oder verwendet DigitLab Diskursinstanz mit einem Subbereich. Finden wir alles noch raus. Gut. Passt. Ja, dann was Schöneres neben den ganzen Orga-Tasks. Ich weiß nicht, wer es in die Liste reingetan hat. Ich habe nur gesehen, dass es Command & Conquer gibt und habe mich geärgert, dass es nicht für Mac gibt. Das habe ich mir auch gedacht. Ich schaue mal so an, ob ich es portieren kann. Muss mal gucken. Das war genau die erste Idee, wie ich das gesehen habe. Wenn man dachte, okay, nur Windows-only, schauen wir mal, wie wir es auf Mac bringen. Naja, was es sonst noch gibt, ist OpenRA, also Red Alert gibt es auf Mac und auf Linux portiert, was glaube ich irgendwie die Grafiken aus dem Originalspiel annimmt. Wenn man mal das findet. Die wollen das jetzt zusammen integrieren oder irgend sowas ist gestanden. Ja, ich denke schon. Da ist ein neues Release gekommen, das habe ich am Standard letztens gelesen. Aber ja, ist super. Wir konnten es einmal probieren, ob wir es. Haben wir einen macOS Runner? Ja, vielleicht probieren wir das einmal aus, um das einfach zu bauen. Was ist denn? Das ist aber im Docker-Container, bitte. Natürlich, das andere zählt nicht. Also. Das ist hundertprozentig in C++ geschrieben, das Ding. Also. Ja, ist ja klar. Oh, ist ein Computer Studio. Das ist nicht so schlimm. Aha. Das klingt spannend. Oh, geil. So viele Sterne schon. Da haben wir doch gleich einen dazu. ja, das haben ja meine Favoriten quasi. Das klingt interessant. Das sollte man mal ausprobieren, dass man das in GitLab importieren und mit CI/CD versuchen zu bauen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Wenn man einen Bot hat, der es dann spüren kann. Ja, dann bauen wir noch ein Machine Learning dazu und lassen wir es den anspülen. So. Genau. Nein. Wir haben eine hochtrainierte KI am Ende. Dieses Team ist auch trainiert. Ja, vielleicht können wir die Sammler fixen. Also die Sammler sind immer dumm, meines Wissens nach. Ja.
Oder wenn man Spaß haben will, dass man die Ressourcen halt einfach mal auf unendlich hochstellt, so in der Richtung. Dass man startet das Spiel so, dass es Spaß macht. Oder hier ist der Abreagierungsmodus. Ja. Quasi ein Tesla Sprint vor der Wien. Genau. Tesla-Spule braucht keinen Strom mehr. Weil du das gerade sagst, ich weiß nicht, ob du auf YouTube den Zero 3000 kennst. Falscher Account, aber wurscht. Ja, das wird schon, ist das der? Nee. Okay, dann hast du irgendwie anders. Command and Conquer. Der macht nämlich. Na, das ist. Was macht der? Der macht, um das fertig zu denken, der hat in Red Alert 2 diesen Skirmish-Modus gemacht, wo er also gegen 7 Brutals spielt. Offensichtlich finde ich das gerade nicht. Ich bin auf den irgendwie einmal draufgekommen, der hat da quasi so auf ultra hart irgendwie die Kampagne gespielt, in relativ kurzer Zeit, war immer recht interessant, aber aus irgendeinem Grund finde ich den gerade nicht. Egal. Zoom 3000 hast du, glaube ich. Oh. Kann das sein? Ja. Stimmt, das habe ich mir gar nicht gedacht, habe ich gerade in mein Dings eingegeben. Danke. Der ist nämlich, der hat mittlerweile, glaube ich, ziemlich viel Follower erwischt. Nein, ich möchte das nicht abspielen. Und der spielt halt alles, was halt irgendwie Red Alert 2 ist und Yuri's Revenge. Das heißt, man kann sich ja dann die Missionen anschauen, die man vielleicht damals nicht geschafft hat. oder wo man ein bisschen frustriert ist, die Maus in die Ecke gedonnert hat. Der spielt nämlich auch zum Beispiel Red Alert 3 und das habe ich persönlich nie gespielt, weil mir das zu bunt war. Ist aber lustig zum Anschauen. Und der hat jetzt auch angefangen, das neue alte Red Alert zum Spielen, da mit Gameplay und so Geschichten. Ist ein guter Zeitvertreib, wenn man nicht weiß, was man machen soll am Abend. Schaut man sich die Videos an. Habe ich jetzt ein Geheimnis verraten? Nein, das macht ja jeder so heutzutage. Jetzt macht man mal kurz, man schlafen, die möchte, und dann guckt man noch 2 Stunden. Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass ich, na, heute ist es nicht der Grund. Ein paar andere Sachen sind in meinem Kopf gewesen. Aber man kann auf YouTube wunderschöne Dinge finden. Und sei es nur, wird dann nur 2 Seven vs. 1, 2 Stunden. Ansonsten. Ich habe am Wochenende Lego Harry Potter auf der PS4 gespielt. Macht auch Spaß. Das sind 2 extrem gute Spiele. Ja. Was hast du gespielt? 1 bis 4? Also ersten da oder zweiten? Das habe ich schon durch. Also ich habe es mal vor Jahren einmal remastered gekauft und das Original habe ich auch schon gespielt gehabt. Ich habe versucht 1 bis 4 auf die PS4 Trophies 100% zu spielen und ich habe sogar geschafft. Normalerweise ist das nicht wichtig, aber es war so, probieren wir es einmal, ob es geht. Da musst du aufpassen, da gibt es ja einen Bug, wenn du das in der falschen Reihenfolge machst, kriegst du das 100%. Wenn man weiß, also das falsch sein kann. Echt? Da kannst du nur bei 99% kommen. Ich glaube, bei 5 bis 7 kannst du irgendeine Trophy verpassen, wenn du nicht im Jahr 7 irgendwo hinreist oder so, habe ich letztens gelesen. In 1 bis 4, aber das ist unwahrscheinlich. Die Lego-Spiele sind bis zu dem Grad lustig, die neueren taugen mir nicht mehr so. Aber angeblich kommt jetzt, glaube ich, ein Star Wars-Spiel nächstes aus. Ja, schauen wir mal. Wieder? Aber wahrscheinlich kommt Assassin's Creed vorher raus. Also, wenn dann das Viking Assassin's Creed da ist, dann kannst du mir wieder mal 2 Monate lang abschreiben, so, und dann komme ich wieder. mit Helm mit Hörner, oder? Ja, sag mal so, ich habe
Assassin's Creed hat mir nie gefallen. Das steht jetzt so äußern in der Agenda, aber ist wurscht. Ich wollte mir eigentlich Unity damals kaufen, aber dann hat das so viele Bugs gehabt. Also weil mir Paris extrem gut gefällt und weil das halt so schön realistisch war. Dann habe ich mir Syndicate gekauft mit London. Also ein Big Ben nochmal umturnen, das hat man auch. Das war halt, ich spiele die Spiele nicht jetzt unbedingt wegen Gameplay, sondern wegen Story und wegen Atmosphäre. Und dann haben wir Origins in Ägypten, war auch extrem gut gemacht. Und Odyssey mit Griechenland, wo ich halt gerne auf Urlaub bin, war dann auch sehr intensiv. Da wird, glaube ich, 200 Stunden versenkt oder so. Und meine Wohnung nicht weiter eingerichtet. Ein bisschen Schuld muss ich dem Carsten geben, weil der hat mir das Spiel netterweise geschenkt. Aber ja, das ist halt so vom PC-Menschen, also vom Windows-PC-Menschen zur PS4 auf der Couch. Und den YouTube-Videos. Ja, wieso nicht? Bald vom Candy Crush. Der war jetzt fast gemein. Nö, ist ein tolles Spiel. Nö. Ja, magst du einen Blogpost drüber schreiben? Ich hab gewusst, dass das kommt. Ich hab schon gewartet. Nein, ich hab was anderes. Dieses Animal Crossing, oder wie es heißt. Ich glaube, das ist der heiße Scheiß, aber ich habe es noch nicht verstanden. Das ist Animal Crossing. Ist das auf der Nintendo? Nintendo Switch, ja. Aber PC auch, ja. Gibt es einen PC auch. Ach, krass. Aber ein PC wüsste ich jetzt nicht, warum. Das ist wahrscheinlich genauso wie Fortnite oder diese anderen Spiele da, die einmal cool geworden sind. Und ich habe das komplett verschlafen, mir die ganze Zeit gefragt, was die Leute da spielen oder von was die reden. Aber ja. Was ich noch sagen wollte, der CFB für die GitLab Commit läuft noch die Wochen. Ich weiß, dass der Marcel gerade alles zusammenschreibt und was schickt. Den Niklas schaue ich jetzt einfach mal frech an. Self-Deployment Upgrade Strategie als Talk? Hat sich das manifestiert? Nee, ist noch nicht sicher. Aber ich habe bis Freitag Zeit, ne? Also habe ich heute eine Idee. Ich weiß an. Ja, je nachdem, wie sagt man da, ob du am letzten Abdruck was schicken möchtest oder ob es halt davor noch einen Input brauchst oder so. Nee, das kriege ich, glaube ich, hin. Passt schon. Okay, super, vielen Dank. Unter Druck kann ich immer besser arbeiten. Oh, ja, dann werde ich dich hier. Und unter Druck stehen ja auch Diamanten. Ne? Also von daher. Also liebe Leute, bitte im Gitterkanal den Niklas jede Stunde anschreiben und fragen, was der Status quo ist. Ich lese mal da kurz eine Runde weiter, was wir sonst noch so zusammengeschrieben haben. Der Philipp ist jetzt nicht da, aber er hat uns gesagt, dass er mit dem Work-and-Progress-Status arbeiten wollen und Trigger-Measure Respect aufzumachen. Ich entsinne mich dunkel. Ja, wenn du den Merge-Request-Status von WIP änderst, also wenn du das rausnimmst, dann wird, glaube ich, kein CI-Bild getriggert oder so irgendwie. Ja, es ist nur ein Schalter, also nur eine Eigenschaft, ja, genau. Es ändert nichts. Nur Text, automatischer Remove und Title, sonst gar nicht. Genau. Ja, es gibt die Überlegung, und das haben wir vor einiger Zeit einmal diskutiert und da dann, glaube ich, in ein Ticket gegossen, was ich verlinkt habe, dass das entsprechend umbenannt wird von WEP auf Draft und dass da ein paar Änderungen noch da gehen sollen. Aber muss ich mehr tippen? Shortcut. Das ist ja die Frage, ob man das dann zum Tippen belässt auf WEP oder Draft oder ob man das einfach als Shorter macht.
meines Wissens nach ist es auf GitLab, nein, GitLab, auf GitHub ist es so, dass du einen Haken setzt, glaube ich, und du kannst es irgendwie default setzen, dass halt alles Draft ist. Nichtsdestotrotz, ich habe es euch ja verlinkt, also bitte einfach in das Ticket reinstürmen und den Senf dazugeben. Es ist nur so, wenn du zum Beispiel das jemandem erklären möchtest, der jetzt kein Ingenieur ist, der hat normalerweise keine Ahnung, was WEB bedeutet. Und Draft ist halt einfach deutlich einfacher zu verstehen. WEP, schauen wir mal, wo sich dann die Geister scheiden. Ja, aber ich würde dann, wenn der Philipp nächste Woche wieder da ist, ein bisschen tiefer über das Thema sprechen wollen. Der Michael hat die Frage gestellt. Möchte er die Frage auch vorlesen? Ja, das im Endeffekt, wie ich das vom Philipp gelesen habe, ja, ob mir das an was erinnert, dann habe ich darauf auch gleich ein Issue auf GitLab geraced. Das ist mehr oder weniger dasselbe Kerbe, unter Anführungszeichen, ein bisschen anders gelagert. Denn momentan, wir nutzen sehr heftig das WEP, speziell seit Homeoffice-Zeiten, damit man nicht irrtümlich mercht. Und die Idee damals bei uns war mal, dass man Labels verwendet und die markieren kann. Im Endeffekt jetzt hier reingeschrieben, dass das so konzeptionell geht wie dieses Priority-Label. Dass man ja markieren kann, ich bin eine Priority und dann kann man durch Label das blockieren zum Beispiel. Was für mich ein GitLab-Style wäre, als diese, also es war dynamischer und nicht nur ein Schalter, sondern einfach ein Label und dann kannst du es auch für Bots recht schön verwenden. Man, mit dem Bot kann ich auch den Title editen, aber dann hat man halt diese Diskussion mit WEP, nicht WEP und so weiter und so fort für Fälle, wo irgendwelche Defects drin sind, wo irgendwelche Guidelines nicht eingehalten sind und man feststellt und so weiter. Und ich habe gesucht in GitLab, es gibt unfassbar viele, die so ähnlich gehen, aber aufs Label ist noch keiner gegangen. Und ich habe jetzt wahrscheinlich sogar das Template falsch genutzt mit diesen Intended Users. Aber es wäre extrem praktisch, weil jetzt die Benefits reingeschrieben und man steht in den anderen Issues genauso drin. Ne? Das ist einfach auch schon Fälle bei uns gegeben hat, dass wir mehrere Maintainer sind und der eine Maintainer mercht zwei und der andere hat was dagegen gehabt. Jetzt kann ich jetzt meine Discussion starten, damit der Block passiert. Es ist aber irgendwie teilweise dann leicht intransparent, warum, da musst du jetzt mal runterscrollen, schauen, was der Grund ist und so weiter und so fort. Und bei Labels wäre es halt extrem praktisch, wenn man die mit Eigenschaften belegen kann, dann ist das so, wie alle anderen Labels auch funktionieren quasi. Mhm. Und wie gesagt, das Priority-Label ist im Endeffekt genau das Gleiche. Das ist ja jetzt schon integriert, nur ist das halt ein Schalter. Und ich glaube, dass das für viele Dinge sehr, sehr praktisch ist und vor allem kann man es schön customizen. Kann aber auch durch diese Inheritance der Labels auch sagen, das zentral steuern. Ne? Und damit hat man einen einfachen Steuermechanismus, der im Endeffekt gedacht ist, dass dieses Label ist Blocking, ja? Also dass man den Merge-Button nicht klicken kann. Mhm. Wie auch immer das Label die Eigenschaft bekommt, quasi. Ist eine super Idee, mal schauen, was dann unsere Product Manager zu dem Ganzen oder beziehungsweise die Leute sagen, die vielleicht noch ein bisschen mehr dazu wissen. Mir ist es neu, dass ich glaube, es gibt keine Policies für Merge Requests. Aber sagen wir so, dadurch, dass es jetzt in der Triage drinnen ist, wird da hoffentlich eh bald jemand was dazu sagen, beziehungsweise ich werde es einmal weiterleiten an unsere Kanäle. Ich glaube, dass der Favorite ist das Approvals. Also, dass die. Ja, genau. Die politisch interessante Approvals sind. Es ist ähnlich zu den Approvals. Es ist ein bisschen eine leichtgewichtigere Variante. Ja, genau. Also Approval geht halt nur mit Approval, weil du könntest dir das Repository so konfigurieren, dass du sagen musst, das muss jemand approven und das darf nicht der gleiche sein wie der Committer und so weiter. Ja, egal. Aber es ist halt, so wie der Michael gesagt hat, das ist nicht in jedem Detailgrad flexibel. Ja. Weil, klar, mit den Labels hättest du mehr Möglichkeiten, eigentlich Workflows abzubilden. Ja. Also irgendwie mit der Workflow-Engine das zu überlegen, hätte sicher Sinn, ja. Vor allem also, wenn man so Contribution-Guidelines hat oder irgendwelche Bots, die das prüfen, dann kann ich wirklich gleich festlegen und kann auch die Description vom Label verwenden, damit ich das beim Blocken vom Merge-Request anzeige. Also ich kann theoretisch darunter gleich anzeigen, was ist der Grund, warum das geblockt ist. Wir
Also, weil wir in der Community Edition haben wir ja kein Approval drin. Und wir machen das alles über Emojis. Du kannst ja an dem Merch-Request selber dann gewisse Emojis setzen. Und wir haben so Standard-Emojis, worüber wir dann Events triggern können, um das auszulesen. Stimmt. Und dann ja, können wir damit halt ein triggert. Ja, du musst es pollen. Du musst pollen, ja, musst klar. Ja. Ja. Aber kannst du, ja, du musst kannst mit der REST-API sprechen. Kannst du blocken? Weil das einzige Ding, die ich gehabt habe, war entweder einen Comment schreiben als Bot oder VIP rum reinschreiben. Was meinst du, blocken mit Merchen? Dass der Merch-Button quasi nicht geht. Genau. Ja, dann geht nur VIP, ja. Ja, du könntest theoretisch eine Pipeline bauen, die dann überprüft, ob der Merch-Request im Master dann... Aber das ist halt alles nur Hack. Also das macht es alles nicht besser. Deswegen, wenn man diesen Labels Eigenschaften geben kann, Zusatzeigenschaften zu ihren Namen, dann das wäre für sehr, sehr viele Sachen verwendbar. Und ich glaube auch GitHub gibt so was Ähnliches. Zumindest habe ich manche Bots gesehen, die das schalten können. Ja, vor allen Dingen, weil diese Idee von die Labels ja auch dem Kubernetes-Gedanken ja entspricht, ja, wo du ja gewisse Labels setzt, der damit irgendetwas passiert. Dann, ja. Auf Basis der Labels, keine Ahnung, dass Service konfiguriert wird, dass er Service-Bots pickt und so weiter. Ja. Also da haben die Labels ja auch nicht nur an informativen Charakter, sondern auch an steuernden Charakter. Ja. Zumindest können sie einen steuernden Charakter haben. Dann, ja. Und du kannst subscriben darauf, das heißt, du kannst da zusätzlich sagen, ich möchte unbedingt das anschauen. Also man kann das beliebig kombinieren. Das ist keine schlechte Idee, finde ich. Ja, ja, aber da habe ich mal die Frage, ist das halt für, will das jeder haben? Oder braucht man das ab einer gewissen Projektgröße? Weil dieses Triage und Kubernetes und so ist halt, weil es halt sehr viele Leute sehr asynchron arbeiten. Und also bei mir in der Firma ist es so nicht, dass wir so stark asynchron arbeiten, dass wir diese Sachen brauchen unbedingt. Dann kann man das, glaube ich, per Konvention halt ein bisschen erschlagen, als halt mit Tooling. Ja, das, was der Michael, glaube ich, meint, ist ja das, dass du sagen kannst, ich kann ein Label setzen, das heißt, keine Ahnung, irgendwie halt, ja, am Block. Hausnummer, ja. Und dann geht die Pipeline, also dann kann niemand merchen, ja. Also das ist ja genau der umgekehrte Effekt, ja. Was du erzielen möchtest, ja. Also du möchtest im Endeffekt eine Konfigurationsoption haben, die es dir ermöglicht, etwas zu blockieren, ja. Also eine Negation zu machen, ja. Im Endeffekt, so das wird... so wie Mario das gerade sagte, nutzen wir es auch in einem GitHub-Projekt, weil da hat es halt den Vorteil, aber GitHub heißt es ja Draft und das kann halt auch von Maintainern, Contributoren und von anderen gesetzt werden und ist nicht unbedingt davon abhängig, dass man selber jetzt den WIP in den Titel schreibt zum Beispiel. Das heißt, dass andere sagen können, okay, das ist jetzt ein Draft oder was Label verpassen, dass es nicht gemerged werden kann, kann ja auch wichtig sein. Genau. Aber das kann man lösen, ist mir gerade, glaube ich, eingefallen. Ich habe eine Idee. Wofür haben wir denn Dynamic Pipelines? Also wenn wir eine Pipeline haben, die immer läuft, bei jedem Commit, und dann entscheidet, welche Pipeline sie generieren soll. Ja, klar, ist auch eine Möglichkeit, nur die Transparenz leidet halt irgendwo. Mhm. Es wird dann halt nicht kompliziert, nicht, aber es kann dann halt komplex werden, ja. Genau. Und ich finde, also, bei so einer Dinge ist halt oft die Schwierigkeit dann, es ist nicht gleich sichtbar, ja. Das glaube ich, was der Michael ja auch angemerkt hat, was ich auch finde, ist ja, dass man auf Basis der Labels ja Metainformationen zu dem Issue ja bekommt, ja, wo ich auf einen Blick sehe, okay, das Ding ist rot, grün, blau zum Beispiel, ja, da bei uns ist halt eine Priority 1, 2, 3, ja. Und wenn ich jetzt wieder eine Pipeline habe, die was mit Dynamic Pipeline eine Pipeline baut, das kann man schon machen, ja, nur es ist jetzt nicht unbedingt super transparent, ja. Es killt nicht. Ja, genau. Weil man baut sie immer wieder und der, für mich ist auch das Problem, WP oder Draft, ja, es ist für mich die Ansicht des Entwicklers, die dran schreiben. Aber wenn ich Contribution Guidelines oder keine Ahnung, ich habe eine Lizenz verwendet, weil ich irgendein Framework verwende, was GPL ist und das will ich nicht, dann ist das nicht Draft, dann ist das ein Mismatch gegenüber den Contribution Guidelines. Und ich finde, dass das sowohl Enterprise-Firmen verwenden, definitiv, ja, also Enterprises, aber auch Open-Source-Sachen, ja, weil ich will ja auch verhindern, dass
Mist oder Dinge, die ich nicht will, in das Repository kommen. Und das Potenzial von den Labels, das ist vor allen Dingen das, also wenn man so ausbauen würde, wenn das überhaupt geht, keine Ahnung, ja, dass du dann ein Mehr-Augen-Prinzip dadurch realisieren kannst, ja, weil du sagen kannst, okay, es müssen mehrere Labels zum Beispiel von unterschiedlichen Gruppen oder Personen gesetzt werden, dieses gemerged wird dann, ja. Weil du dann mehr als eine Art Workflow eigentlich abbilden kannst dann, ja. Es geht zuerst zu dem und der Letzte sagt dann, okay. Das ist schon klar, also Nico hat schon Nachricht am aber können das ist ja asynchron, ja. Dann müsste man aber den Gedanken von nicht auch weiterspinnen und sagen, okay, wenn man die dynamischen Pipelines hat, dann sehen die auch, was fehlt oder dass sie nur Pipeline X weiterlaufen lassen und noch nicht die vollen Tests durchlaufen lassen zum Beispiel. Da könnten die doch auch wiederum Label setzen, oder? Genau, ja. Dass man daraus das genau die Idee, sieht, ja. Was sie jetzt machen, ja. Das geht auf das, was ich letzte Woche mal gesagt habe, mit den Bots, mit den verschiedenen Varianten von Bots. Ich meine, Bots klingt immer so nach Ding, in Wirklichkeit, irgendwas schickt ein Signal, entweder per Push oder per Pull, ja, mehr ist ja im Endeffekt nicht. Dass man das auch kombinieren kann, eben, weil es gibt Dinge, weil das, was ich letzte Woche mal gesagt habe, mit dem, warum der Triage-Bot scheduled ist, weil halt so viele Issues kommen. Man merkt den GitLab.com relativ stark, weil das relativ spät kommt, ja. Und dann haben halt diese, und das habe ich auch bei dem ein Issue geschrieben, in dem Ticket mit more information, mhm. Weil man hat einfach Dinge, die mit Push gehen, Dinge, die mit Pull gehen. Und zum Beispiel brauchst du bei manchen Dingen, weil sie sehr frequent passieren, Dinge, die auf Push gehen, wo die Application schon läuft. Ja, die darf nicht sich wie beim CI aufwärmen. Wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich auch Lambda machen und jedes Mal wird das gebaut, wenn ich es habe, weil dann spare ich mir das Updaten. Ja? Aber das geht nur für sehr Jobs, die sehr heavy sind und nicht extrem frequent kommen. Ja? Bei Dingen, die wie, weiß ich nicht, ein Comment im Issue und solche Dinge, da ist einfach die Pipeline spawnen halt schon ziemlich lahm und dann spawnst halt 15.000 Sachen. Aber daran schlägt die Kerbe quasi vom Bot rein. Ne? Man hat dann irgendeinen einen Mechanismus, ein CLI-Tool oder was auch immer, mit dem man sehr, sehr einfach sagen kann, ich möchte das setzen. Und durch die, das ist ähnlich wie die CI-Pipeline, nur quasi schon aufgewärmte Services, wenn man so will. Ja? Also, ein bisschen kompliziert. Würde man sowas wie so ein Pipeline-Guardian bauen eigentlich, der die Pipeline halt überwacht? Es ist so eine Mischform, weil das eine sind quasi mehr oder weniger Live-Ereignisse. Wenn ich mir das aussuchen würde, würde ich sagen, okay, ich habe einen GitLab-Runner. Der Runner kann jetzt nicht nur dumm Pipelines ausführen oder Jobs ausführen, sondern kann auch à la HashiCorp Nomad einen Service hosten. Ja. Der sagt, ich möchte ihn quasi über dasselbe System steuern, so ähnlich AWS Lambda, wobei ich habe es selbst noch nicht verwendet. Wo quasi das Environment feststeht, dann der GitLab, die Instanz, schaut dann quasi, ist der Service eh noch up to date? Dann würde ich, wenn ich Nomad habe, würde ich sagen, Nomad, mach eine neue Instanz oder mit Kubernetes oder was auch immer. Und der läuft halt dann quasi und durch diesen Job Description geht das halt dann auf diesen Runner zwar, wo der Service aber schon mehr oder weniger aufgewärmt ist. Es ist so eine Mischung aus Service und Jobs. Schwer zu beschreiben. Aber es hat, das ist nämlich das, was glaube ich, GitHub-Apps im Endeffekt ausmacht. Weil die haben ja genauso einen Mechanismus. Weil die müssen ja auch du kannst ja auch bei jedem Issue, bei jedem Comment irgendwas triggern. Kann man nicht vorstellen, dass die jedes Mal eine volle Pipeline spawnen. Das wäre schon ziemlich, ziemlich heftig. Ist aber, so wie der Michael letzte Woche mal gesagt hat, ne, weil warum ist der Triage-Bot scheduled? Ne, weil einfach die Anzahl, die da reinschlägt, und das Repository ein bisschen hoch ist, ja. Und für jeden Spawn, das spawnst halt, weiß nicht, wie viele Maschinen nebeneinander. Für das, dass du in Wirklichkeit einmal eine Mini-Antwort schickst und dann schickst du es wieder weg. Ne. Es ist ein bisschen ein reaktiver Ansatz. Und es ist aber unabhängig, wer dieses Label macht. Es kann einen CI-Job machen, es kann so ein Service-Bot oder wie immer man es bezeichnen will machen. Das Konzept dahinter ist ja das gleiche. Irgendwoher weiß das Ding, Environment-Variablen, was auch immer. Woher kommt das Ganze? Am besten hast du schon einen Token in der Hand, der halt so ein One-Time-Access-Token ist, damit du das ohne viel Damm zurückschießen kannst. Aber es ist, das sehe ich sehr viel, und das mit dem Label, um auf den Ursprung zurückzukommen,
wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele kleine Repositories. Da jedes Mal Dynamic Pipelines bauen, würde ich durchdrehen. Weil es macht einfach das Ding heftig. Wenn man natürlich mehrere große Projekte hat, dann funktioniert das einigermaßen gut. Hat man aber viele so, weiß nicht, Microservices oder was auch immer, wenn man viele Repos hat, dann geht das ziemlich schnell auf. Und jetzt haben wir schon eine riesen Batterie an Python-basierten CLI-Tools, die halt so wie der eHomain, also Scaffolding machen, damit ich halt schnell starten kann, aber man rennt dem Problem halt immer hinterher, in Wirklichkeit. Und da ist das Label halt ein sehr, sehr guter, ein einfacher Mechanismus, der auch noch vererbbar ist. Also, ja, aber das ist ja der Punkt. Also ich glaube, das ist halt der Punkt, man muss irgendwann Trade-offs haben bei beiden Ansätzen. Das ist halt genau diese Diskussion, warum machen wir nicht alle Monorepo oder warum machen wir halt mehrere Repositories mit verschiedenen Use Cases? Und ich hatte genau diese Diskussion letztens auch mit meinem Team, wo wir halt drüber uns unterhalten haben, ob wir Monorepos machen oder mehrere Repositories. Und wir sind, am Ende sind wir darüber geblieben, dass halt für uns Monorepo halt zu viel Aufwand, dass wir da noch mehr Tooling reinbauen müssen, damit wir überhaupt das dann so kontrolliert halt alles durchkriegen. Und GitLab, wir haben erst am Anfang haben wir auch nur mit Referenzen in den ganzen Pipeline, wir haben Pipelines referenziert. Das Problem ist, wenn du dann wieder Abweichungen in einzelnen kleinen Projekten hast, ist dein ganzes Referenzmodell sehr anstrengend. Weil dann musst du trotzdem wieder kopieren und deshalb ist dieses Defaulting oder Generieren dann viel besser. Weil dann kannst du einfach, wir generieren dann Pipeline-Updates und sagen, hey, es muss jetzt, das Pipeline-Dokument sieht jetzt bitte wie folgt aus für diesen Teil, in dem Include und das war's. Und dann ist es ein Merge-Request, den der Entwickler halt mit reinmergen muss, wenn er den weiteren Support kriegen will für gewisse Sachen. Dann kann man noch so Spielereien mit Tags und so weiter machen. Ich glaube, das ist auch ein Ansatz, wie du halt in der Firma halt, also manche Leute dürfen ja auch nicht in dem Sinne Sachen halt im gleichen Repository deployen, wie sie auch den Code ändern. Das ist ja auch ein ganz normaler Use Case. Und diese Sachen muss man ja auch dann für alle bedenken. Und wenn man ein Produkt hat, muss man ja mit dem einen Produkt, wenn man ja dann versuchen, so viele dieser Probleme halt auch zu tackeln. Und Git ist auch nicht die Lösung halt für sehr große Monorepos, wenn man einen sehr ganz großen Scale am Ende des Tages sehen. Weil wenn man so ein Google, Facebook, also alle großen Unicorns machen das alle auch nicht. Weil da die Kapazitäten von Git einfach am Ende des Tages nicht ausreichen. Ja. Wobei das mit Git, glaube ich, mit dem V2-Protokoll und dem Ding wird es ja jetzt irgendwann, glaube ich, theoretisch möglich, oder? Ich kenne nur Microsofts, wie heißt denn das, Git-File-System, also wo man dann quasi nicht die, wo man quasi in, nur die Referenz mehr bekommt, also ähnlich wie GitLFS, nur betriebssystemmäßig eingebaut. Und ich bilde mir eingelesen zu haben, dass das irgendwann direkt in Git kommt, selbst bild mir ein, ich weiß nicht genau. Also wenn ich mal so aussuchen würde, würde ich persönlich auch Monorepo gehen, in den meisten Fällen. Was aber teilweise erstens einmal in Git mit Permissions einhergeht. Weil es nicht dafür gebaut war, gedacht war. Man kann man genug Dinge machen, wie sieht man Protected Branches. Also gibt schon Mechanismen, wie man das verhindern kann. Aber ja, es ist immer dieses Monorepo versus für jeden Mist ein Repo. Aber ganz allgemein, man, die Problematik zwischen Monorepo und Mikrorepos oder aufgeteilten Repos, die hat man immer und ich glaube, die wird man immer haben. Ja. Also, das genau, ist halt dann, so dann wächst, dann ist es groß, dann schneidet man es wieder auseinander, dann baut man es wieder in ein großes. Ist sehr egal, ja. Aber ich glaube, trotz allem, um zurückzukommen, nochmal zum Ausgang der Diskussion, ja, das Labeling als solches, glaube ich, ist, hat einen Mehrwert, egal ob groß oder kleines Repo, ja, weil du einfach damit gewisse Dinge steuern könntest, ja. Die momentan sich, so glaube ich, ja, sich dem Zugriff einfach entziehen, ja, weil du auf dem Label setzen oder auf dem Label wegnehmen nichts draufhängen kannst, ja, also nichts direkt draufhängen kannst. Also da irgendeine Funktionalität zu haben, ja, ganz generell, egal für welche Repositories, ob groß, klein oder digital Repositories, wo auch nur Configs drin liegen, das hat schon, also ich glaube, könnte ich mir schon vorstellen, das hat schon einen Reiz, ja. Weil damit kann man,
verwenden kannst das, aber du musst das nicht. Das ist ja quasi, genau, ja. Wie Prioritization Level. Du kannst das nehmen, du musst oder das nicht. Nehmen. Genau, also von dem her deckt das relativ, also das klingt zumindest jetzt an, nur im ersten Moment, ja, betrachtet ja schon so, dass das eine flexible Lösung darstellt, ja, was auch immer du dir dann selbst aus dieser Flexibilität dann rausnehmen möchtest. Ja. Aber ganz grundsätzlich ja. Kann ich dem schon was abgewinnen. Ja. Aber dann sollten wir also, der optimale Produktvorschlag wäre dann dafür, dass wir sowas einführen wie Tags, wie für die Runner, dass wir wissen halt, dass die folgende Aktion halt haben. Dass wir dem, und Tag kann ja auch aus dem Key-Value-Paar basieren. Das heißt, ich habe den Key, der was sagt, und der Value könnte dann die Action sein, was halt passieren soll. Mit einem deterministischen Begriff. Ja, ich glaube, ja, doch, es kann halt gebraucht werden. Es glaube ich auch jeder, wie du sagst, wie er das Produkt halt an dem Sinne am Ende des Tages halt handelt. Vermutlich macht es Sinn, das in den Labels zu behalten. Und noch ein Gedanke zu der ganzen vorangegangenen Diskussion. Diese Labels sollte man auch so sehen, dass man zum Beispiel keine CI/CD-Pipeline im Hintergrund hat und vielleicht jetzt nur einen klassischen Entwicklungsworkflow etabliert hat. Wo man damit halt zum Beispiel Permissions auch abbilden könnte auf einem alternativen Weg, dass man jetzt nicht sagt, jeder muss Maintainer oder Developer Access haben, sondern man kann das ein bisschen über Labels steuern. Die einzige Gefahr, die ich dabei sehe, ist, dass es höchstgradig komplex wird, dass man irgendwann gar nicht mehr checkt, warum kann ich das jetzt nicht mergen. Also das ist etwas, was vielleicht das würde Dokumentation brauchen, beziehungsweise Tooltips, und das oder das vor allen Dingen also advanced zu verwenden dann. Ich denke, wenn man das dann wirklich durchdenkt, dann bräuchst du fast irgendeinen Graphen am Ende, ja. Weil wenn du nach einem Label hast, so wie jetzt im GitLab möglich sein, so DevOps Plan und Group Project Management, weil das sind eigentlich schon Key Value Pairs im Label Namen. Ja. Genau. Also wenn du da nachher Abzweigungen drauf aufbaust und du hast nicht irgendwie die Möglichkeit, das zu visualisieren, was da gerade abgeht, also so wie mit visualisieren meine ich sowas wie im Pipeline, in der Pipeline-Übersicht, ja, dann da bin ich voll bei dir, ja, dann kannst du dir da schöne Komplexität bauen, wo du nicht mehr weißt, so einfach zumindest nicht siehst, wo das Problem liegt, ja. Ja, aber du kannst das nicht falsch verstehen. Gut darstellen, ne? Das geht schon. Darstellen, deswegen man ja. Also man, dadurch, dass man Label hat, kann man sehr, man könnte sich ja gut darstellen dadurch, ja. Klar. Aber man müsste es halt darstellen. Es ist eine coole Idee und ein cooles Feature. Wir sollten es definitiv auf in dem Issue drinnen diskutieren. Also was wir jetzt quasi auf Deutsch bei uns diskutieren, dass wir das auf Englisch nochmal formulieren, was so die Gedanken sind. Also jeder bitte. Und vielleicht kommen wir mal aufgrund dessen, dass wir es dann diskutieren, vielleicht auf eine alternative Lösung oder auf ein paar Ideen oder ein paar Fallstricke. Technisch keine Ahnung, wie das geht. Aber das ist ja was man rausfindet. Weil Ideen, die man nicht in ein Ticket gießt, sind schlechte Ideen. Meiner Meinung nach. Wollen wir das so machen? Ja. Ich habe euch in der Agenda noch was verlinkt zu dem Release Management Think Big. Das ist von unserer Release Management Gruppe quasi so ein größeres Bild, wo man vielleicht hinwollen würde. Und da haben wir gestern ein bisschen über Heatmap und Environments und Deployments gesprochen. Wenn es sind 40 Minuten, wenn ihr mal irgendwann einmal YouTube-Videos schauen wollt, dann könnt ihr euch das vielleicht ein bisschen anschauen. Ich glaube, das Issue dazu auch verlinkt, zum Beispiel um jetzt dann in Environments, die vielleicht location-basiert sind oder auch nicht, Alerts zum Beispiel darin zu kombinieren. Also um bei Deployments dann auch rauszufinden, hoppala, da sind ja Alerts passiert und was dann irgendwann später mal, und das soll dann auch, glaube ich, in Core kommen, dass du von jeder Quelle Alerts quasi an GitLab schicken kannst und dann kannst du im Prinzip dein Deployment analysieren, korrelieren, Graphen anschauen, Monitoring machen damit
Und das Ganze in der Deployment Stage, beziehungsweise in Progressive Delivery teilweise dann auch. Ich habe mal noch eine Frage dazu. Vielleicht hat jemand die Lösung für mein Problem. Also ich habe jetzt wieder dieses Problem, was ich länger nicht mehr tangiert habe, ist halt, wenn ich halt sehr viele Environments hochfahre, weil ich Feature Branches halt durch Environments abbilde, merke ich irgendwann, dass ich dann so 200 bis 300 Einträge auf einmal habe und ich habe nicht so einfach einen automatisierten Weg gefunden, wo es ein Tool gibt, wo ich mal eben sagen kann, lösch mir mal bitte folgende Environments, die nach folgendem Schema oder so aufgebaut sind. Weil sonst muss ich momentan durch die UI klicken und Sachen droppen. Und das ist sehr anstrengend. Weil ich will ja nur eigentlich mich interessieren so Feature-Branches eigentlich gar nicht so, die dynamisch generiert werden, sondern nur so statische Environments. Also da müsste man auch gucken, ob man das noch, oder kann man das filtern? Das ist eine gute Frage. Weil also das ist mir so aufgefallen, das macht die Übersicht für einen normalen User, also ich habe das Feature jetzt länger nicht mehr selber so aktiv benutzt und mir ist aufgefallen, hey, du hast jetzt auf einmal 300-400 Environments und manche sind Branches, die sind schon lange gemerged. Vielleicht haben wir da noch nicht den richtigen Hook gesetzt, dass er es richtig wegmacht. Aber da sind einfach tote Dinger und ich möchte gerne einfach die toten Dinger einfach da rauskriegen. Tot im Sinne von gemerged. Genau, gemerged oder halt den Branch gibt es nicht mehr. Gibt's auch. Ist die Frage, ob deine Merge-Requests automatisch den Branch löschen? Also wenn der Branch noch rumliegen bleibt, könnte es sein, dass das Environment noch rumliegen bleibt. Genau. Bei uns, also auf GitLab.com, wenn wir die Review-App zum Beispiel für die Webseite verwenden, bleibt die eine Zeit lang liegen, auch wenn der Branch gelöscht ist. Und ich glaube, das Environment wird dann über einen Cronjob oder über einen Scheduler, glaube ich, ausgealtert. Da muss ich aber gestehen, da weiß ich nicht genau, wie das gebaut ist. Die Geschichte, dass der Cleanup da funktioniert, beziehungsweise dass man halt filtern kann, die Environments, das wurde, glaube ich, wurde schon diskutiert, aber es macht ja nichts. Du gehst durch die Idee einfach in ein neues Ticket. Ich suche erst, ob es schon so ein Ticket gibt. Oder suche erst einmal, aber sag mal so, du kannst da direkt die Jackie Michelle referenzieren. Also J. Michelle ist das Kürzel. Mhm. Beziehungsweise das mit dem Label Release Management oder Environments, wenn es das gibt, aufmachen, dann landet das ja automatisch in der landet es dann drinnen. Dadurch, dass ich da jetzt auch nicht recht viel sagen kann, außer lass uns doch mal den Issue-Tracker durchsuchen, kann man das dann gleich am Anfang. Ich gebe mal einfach Status-Update nächste Woche, was ich nochmal gefunden habe. Ich habe mich mal so kurzzeitig damit beschäftigt und ich habe direkt keine Lösung gefunden. Das hat mich dann schon sehr verstutzt. Vielleicht ist mein Problem einfach nur so exotisch schon wieder gewesen. Ja, oder irgendwas ist faul, so ähnlich. Wir kennen ja das Spiel vor Jahren, Docker-Registries wurden irgendwann erfunden und dann hat man keinen Weg gehabt, das sauber zu löschen. Oder man hat was gelöscht, aber es wurde eigentlich nicht gelöscht, weil das File-System irgendwie nicht dazu gepasst hat oder die Hardlinks. Und wir haben, glaube ich, Jahre gesucht nach Skripten, wie man die Docker-Registry säubern kann, ohne sie zu sprengen und neu zu bauen. Genau. GitLab war ja auch länger. Wir hatten ja jetzt bis 12.9, von 12.8 bis 12.9 konnte man ja kein Clean Install machen, war ein Bug drin. Oh. Also, und das ist keinem aufgefallen. Und ich habe erst gedacht, das Projekt ist kaputt, was ich maintaine. Und aber lach daran wirklich, dass es ein Upstream-Bug ist. Ja, das Problem der Content Addressable Storage ist, ne? Das ist halt, also das ist auch mittlerweile so mein Credo, also man muss halt für alles, diese ganzen Sachen, die Tools, die wir alles verwenden, wirklich Kontinuität reinbringen. Weil sonst werden die Sachen einfach noch komplexer mit der Zeit oder die Depth wird einfach sehr viel schnell höher, weil es dann so viele Teile sind, die du auf einmal überprüfen musst, was gerade wieder kaputt geht. Ja, was ich lieben gelernt habe, ist, es gibt dann diverse Wake-Tasks oder gewisse GitLab-CTL-Commands, die man noch gar nicht kennt, um dann Sachen zu kontrollieren bzw. herauszufinden, wo die Logs liegen und so Geschichten.
Ja. Das, was ich mir angewohnt habe, immer wenn ich ein Problem sehe, und das ist jetzt unabhängig von GitLab selbst, wenn ich mir nicht sicher bin und ich finde nichts, dann mache ich ein Ticket dafür auf. Dann nehme ich mir halt die, sagen wir so, die 5 Minuten Zeit, paste die Logs oder paste den Fehler halt irgendwo rein und habe dann die Hoffnung, dass zwar der Maintainer jetzt wahrscheinlich das zum 10. Mal sieht, oder vielleicht zum 1. Mal, und dann kann man versuchen, das zu beheben. Manchmal ist es auch nur ein Denkfehler, also schon öfters Tickets gemacht, die ein Denkfehler waren, weil es eigentlich 10 Zeilen weiter woanders gestanden ist. Aber wie gesagt, wenn so Geschichten einfach auffallen, nicht zögern, Ticket aufmachen und drüber diskutieren, beziehungsweise zu schauen. Ja. Gut. Ja, ich weiß, dass wir über Zeit sind. Lieber Bernhard, Hast du zu deiner Matrix-Story, hast du da Slide-Deck? Oder sagen wir so, wie lang würdest du denn darüber sprechen wollen? Ich würde es bewusst kurz halten, weil ich glaube, die Diskussion danach wichtiger ist. Ich habe jetzt da noch nicht wirklich was vorbereitet. Ich hätte einfach frei gesprochen. Ich habe mir nur ein paar Sätze notiert momentan. Ich würde dann aber fürs übernächste Mal, hätte ich vorgeschlagen, dann was vorbereiten, vielleicht mit ein paar Screenshots oder so, dass man dann auch was sieht, was zum Angreifen hat. Weil nächste Woche kann ich leider nicht dabei sein, diesmal, weil ich Urlaub habe. ja. Kein Problem. Ich muss schauen, ich habe mal Anfang Juli, am 1. Juli habe ich Urlaub. Aber das findet man dann noch raus. 24. wäre das. Also das 24. Genau, 24. wäre dann da, wo ich wieder Zeit habe. Ja. Muss da mir kurz in seinen Kalender gucken, weil ich glaube am 24. könnte es sein, dass ich einen Workshop habe um die Uhrzeit. Ja, da muss ich dann schauen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob euch allen die Uhrzeit um 4 passt. Bei mir ist es tatsächlich so, bin zu dem Zeitpunkt flexibel. Also wir können es auch um 5 machen, wir können es auch um 6 machen. 4 ist halt so eine angenehme Zeit, gerade am Nachmittag. Wenn wir schieben müssten oder einfach ausfallen lassen müssen, was auch passieren kann, dann quatschen wir einfach drüber. Also ich glaube, dass ich am 24. wahrscheinlich keine Zeit habe oder man müsste einfach auf eine halbe Stunde reduzieren. Oder wir machen eine Afterhour. Aus meiner Sicht kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ne? Für mich passt 16 Uhr perfekt. Ne? Alles, was dann nach 17 Uhr ist, ist für mich mehr als schwierig. Ne? Mit Frauen und Kindern zu Hause ist das. Ja, das ist meine Überlegung eben auch. Also ich will niemanden von euch Freizeit wegnehmen oder Family und Freundeszeit so in der Richtung. Und das halt schon ein bisschen ja, im lockeren Arbeitsrahmen halten. Mhm. Also ich bin jetzt kein besonderer Fan davon, das zum Beispiel um 9 am Abend zu machen, am Freitag oder am Wochenende. Da rede ich mit euch lieber über andere Sachen als über Technologie. Wobei, wir haben heute ja auch schon über Spiele gesprochen und über YouTube-Videos. Da wollte ich vorher schon einhaken, da könnte man mal was machen, ja. Ja, ja. vor allem mit Command & Conquer und so weiter. Ja, das war cool, ja. Zuerst probieren wir mal zu bauen auf macOS, okay? Ich muss mir mal anschauen, ob mein altes MacBook das beim Kompilieren noch aushält. Soweit ich gesehen habe, bei GitLab und auch bei GitHub gibt es macOS Runner, die man verwenden kann. Bei GitHub gibt es, in GitHub Actions gibt es definitiv. Bei GitLab kenne ich nur dieses Windows Beta, Linux definitiv, ne? Ich habe irgendwas gesehen aber mit macOS, aber sagen wir so, da kann sein, dass es nicht public ist. Vielleicht ist es auch noch Alpha und Beta. Dadurch, dass ich lokal an Mac habe, teste Dolly aber drauf. Und wenn es gebläse bläst, dann ist es entweder wegen Kompilieren, was ich aktuell nicht mehr tue, Zoom oder Slack, weil das alles Ressourcen frisst. Ja, na dann lassen wir es einmal auf 16 Uhr und wenn ich keine Zeit habe oder im Urlaub bin, dann
Ich glaube, dass das dann funktioniert, das Zoom schon. Aber das probieren wir dann einfach einmal aus, beziehungsweise finden wir raus. Und wenn dann die Sommerurlaubszeit anfängt, schauen wir mal. Vielleicht treffen wir sie einmal einfach irgendwo. Ja. Wenn die Zeiten wieder ein bisschen besser werden. Man darf ja jetzt bald mehr reisen. Wieder. Bisschen. Ja, das heißt aber auch nicht, dass ich mit dem Strom jetzt nach Österreich mitschwimme. Weil ob ich jetzt in 2 Wochen daheim bin oder in 2 Monaten, also daheim ist bei mir Linz in Österreich, bei den Eltern, ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Also bevor ich jetzt quasi an der Grenze mit einem Stau stehe, weil jeder nach Österreich in Urlaub fährt, brauche ich dann ehrlich gesagt auch nicht. Aber in Österreich ein schönes Land ist, so kann man super Trashy-Kekse einkaufen. Ich weiß nicht, ob das schon gefallen, dass man, wenn man nach Österreich einreist, aus gewissen Ländern immer noch in Quarantäne ist? Oder? Ich glaube, das ist noch so, oder? Glaube ich zumindest. Heute ist irgendwas von der Zeit im Bild auf Facebook, glaube ich, gestanden, von wegen alles außer Schweden oder so. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also irgendwie ab, ist es ab 16. oder so oder ab 15. Der 15. quasi Uni Europa geht wieder. Die deutsche Variante davon auch irgendwie ähnlich oder glaube ich Ende Juni. Aber das schauen wir einfach nichts überstützen. Und ich treffe mich lieber mit euch einmal auf ein Getränk, wenn es dann wieder alles zusammenpasst. Wenn wir alle bei auf uns auf den Clip kommen, treffen, weil wir alle einen Talk allen recht haben. Genau. Nächstes Jahr dann auch wieder. Ist die Commit fix virtuell heuer, oder? Ja. Okay. Und, aber als normaler Zuschauer kann ich mich auch bis Freitag sehen oder geht es noch länger? Es geht noch länger. Jetzt geht es quasi um den CFB, um die Talks. Speaker. Also wenn du was Interessantes hast über der Umgebung erzählen möchtest, deine Best Practices, deine Ideen, deine verrückten Labels, gerne. Bei mir sind ja die Best Practices. Wurscht, es geht ja um die Horror-Stories. Also sind die besten. Die sind die besten, die sind die interessantesten. Vielleicht gehst in dich. Heute Abend keine YouTube-Videos, sondern einen Talk einreichen. Ich schreibe mal geschwind einen. Ja, ich hab vorhin eingereicht, wie man Open Source Communities baut. Wenn man die Idee, was wir gerade bauen, sehr gut gefällt und weil ich ein bisschen aus meinen 10 Jahren Erfahrung ein bisschen schöpfen kann, ein paar diverse Horror-Stories und diverse gute Stories. Bin am Überlegen, irgendwas security-technisch einzureichen. Weil die nächsten 2 Tage bin ich offiziell nicht im Dienst. Langes Wochenende. Schauen wir einfach. Ich frage die nächste Woche, Michael, ob du eingereicht hast. Schauen wir mal. Das Problem ist, ich bin gerade im Hausumbau, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Zeit habe. Am 26. August? Das kriegst du schon hin. Wir helfen da. Live kommen von der Baustelle. Wir kommen vorbei und feuern dich an beim Hausbauen. Und beim Talk halten. Ich nehme dich beim Wort. Wenn du in Österreich bist, links ist 80 Kilometer von mir weg. Östlich. Was ist denn das dann, Merck oder was? Richtig. Das war der komische. Ist in der Nähe von Wieselburg, wo es ein gutes Bier gibt, ja. Genau, dort arbeite ich. Deswegen, Bier, Schloss, das passt schon. Ach, du arbeitest bei Wieselburger? Nein, nicht bei Wieselburger, aber das ist gleich nebenbei. Nein, so gut geht es mir noch nicht. Ach so. Aber, okay, David. Ich bin für eine Klassenfahrt. Die Everyone Can Contribute Klassenfahrt. Genau. Entschuldigung, Projektwoche hat das Carsten damals. Ja. Projektwoche. Die Folge. Projekttitel. Und dann wird aus dem Käffchen das Bierchen, ne? After ja, oder das Ginchen. Ja. Weiß ich nicht, Gin brauen kann ja heutzutage auch jeder.
Das Bierchen war auch nicht verkehrt, also Wieselburger ist ein gutes Bier. Ja, das klingt, sehr, klingt alles wunderbar verlockend, das machen wir. Und wenn wir es nicht das Jahr machen, dann machen wir es nächstes Jahr. Ja. Perfekt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Vielen Dank für die Teilnahme. Adios. Tschüss. Tschüss. Ciao.